der Marco vom ehrlichen Essen. Letzte Woche gab es den großen Test mit den drei Big Mac-Varianten. Und wir wollen ja fair bleiben. Burger King hat ja auch drei Versionen von seinem Flagship-Burger, nämlich dem Whopper. Und jetzt dreimal dürft ihr raten. Jetzt dreimal. Dreimal dürft ihr raten. Wo ist der Bar? Oh? Ich hätte gerne den Whopper Junior, den normalen Whopper und den Double Whopper. Alles einzeln und ich brauche die Quittung bitte. Yeah. 12,17 Euro. Soll an dieser Stelle nochmal gesagt werden. Da liegen sie, die drei Jungs. Der Whopper Junior, der Whopper und der Double Whopper. Und bevor wir loslegen mit unserer wissenschaftlichen Untersuchung, zunächst einmal die Preise. Der Junior kommt bei mir zumindest mit 2,49 €, der Whopper mit 4,29 € und der Double Whopper, der kommt mit 5,39 € in die Tüte. Kann aber von Filiale zu Filiale unterschiedlich sein. Und so sehen sie dann ausgepackt aus. Und ich muss sagen, ich kündige mich nie an. Also die wissen nicht, dass ich komme. Das Video ist auch nicht bezahlt und nichts. Deswegen sehen die halt so aus wie bei jedem auch. Fangen wir aber an mit der Untersuchung. Nach dem Erfolg des letzten Videos konnte ich mir einen neuen Zollstock leisten, beziehungsweise habe mir einen besorgt. Beginnen wir mit dem Whopper Junior. Und der hat eine Höhe von 4 cm. 4,5. Also wenn man großzügig sein möchte, 4,5. Und ein Durchmesser von 9,5. Der Whopper kommt auf 5 cm. Da kann ich hin und her wackeln, wie ich will. 5 cm. Und 12 cm Durchmesser. Gar nicht so verkehrt. Das ganze Spielchen dann auch nochmal beim Doppelwhopper. Der hat hier 6 cm. Und 12 cm Durchmesser. Also nochmal in der Übersicht. 4,5 cm hoch, 9,5 cm Durchmesser. Der Whopper 5 cm hoch, 12 cm Durchmesser. Und der Double Whopper 6 cm hoch und auch 12 cm Durchmesser. Aber nichts ist ehrlicher als eine staatlich geeigte Burgerwaage. An! So, an ist es schon mal. Und los geht's. Der Whopper Junior. 144 Gramm. So. Der Whopper. 272 Gramm. Und jetzt haben wir hier unseren Kadenzmann, den Großen. Und der schlägt mit 348 Gramm auf die Waage auf. Doch was ist so ein Whopper eigentlich? Beziehungsweise aus was besteht er? Ja, klappen wir den Burger mal auf. Und ein aufgeklappter Burger ist nie schön. Eigentlich. Und dann wollen wir den ganzen mal auseinandernehmen hier. Wir haben hier also Brötchen mit Mayonnaise beschmiert und ein bisschen Eisbergsalat. Ne? Auf der anderen Seite erkenne ich dann jetzt noch ein bisschen Eisberg. Die nehme ich mal weg. Eine Tomate. Genau, eine. Hier, Tomate. Zwiebelringe. Einer. Zwei. Und Gürkchen. Eine. Noch eine. Komm. Da. Fleisch mit Ketchup und Rest Mayo vom oberen Deckel und ein Brötchen. Und dann hat mich interessiert, wie beim letzten Mal auch, wie viel Brötchen bekommen wir denn beim Gesamtgewicht? Ach, umgesprungen. Jetzt steht da eine 60, gerade stand da 58. Also 60 Gramm, der ist nämlich nur 2 Gramm genau hier. Aber viel wichtiger, was wiegt eigentlich das Fleisch? Das hatte ich letztes Mal nämlich nicht gemacht und ihr habt das kritisiert. Also hier, das Fleisch. Ja, so ein bisschen Restmario ist noch dran. Da will ich jetzt nicht dran rumlecken. Ja, und das seht ihr selbst beim Whopper.
Junior bekommt 30 Gramm Fleisch bei 144 Gramm Gesamtgewicht und 60 Gramm Brötchen. Hm? Der Wopper, der normale Wopper, auch mal aufgeklappt. Ah, schon hübsch aufgebaut. Da hat sich jemand Mühe gegeben. Und auch hier haben wir wieder Mayonnaise, Eisbergsalat. Hier ist auch noch ein bisschen Eisbergsalat. Komm, rüber damit. Wir haben eine Tomate, noch eine Tomate. Wir haben zwei, drei Zwiebelringe. Wir haben eins, zwei, drei Gurken, unser Patty und das Brötchen. Der gleiche Spaß auch beim Wopper. Was wiegt das Brötchen bzw. Teiganteil? 96, 98, was denn nun? 96 Gramm. So, Brötchen runter, Fleisch drauf. Und hey, 80 Gramm. Fast dreimal so viel wie beim Wopper Junior. Also fast. Zweieinhalbmal so viel. Na komm, dann nehmen wir auch den Doppelwopper noch auseinander. Im wahrsten Sinne des Wortes. Auch hier wieder den gleichen Aufbau. Mayonnaise auf dem oberen Bann. Eisbergsalat. Ne? Eisbergsalat. Guck an, jetzt habe ich schon eine Gurke geklaut. Also eine Gurke im Sinn. Dazu kommen noch zwei Tomaten. Das sieht man ja ziemlich gut. Zwiebel habe ich hier. Einen kleinen Ring. Na, bleibt drauf. Noch ein Ring. Noch eine Gurke. Noch eine Gurke. Drei Gurken, zwei Zwiebelringe, zwei Tomaten und zwei Patties. Ja, und da unten die untere Brötchenhälfte halt. Jetzt kommt der Moment, wo der Frosch die Locken lässt. Das Brötchen ist das gleiche wie vom Wopper, also vom Doppelwopper. Mal gucken, ob es auch das gleiche wiegt. Ja, 94. Verdammt, 2 Gramm fehlen mir, aber komm, das ist Messtoleranz. Und das gleiche machen wir nochmal mit dem Fleisch. Also, drauf damit. Und wir haben 152. Ja, beim anderen hatten wir es 80. Ja, auch da, das ist ein Naturprodukt, da kann keiner wissen, wie viel Wasser rauskommt, ne, beim Braten. Aber immerhin, 152 Gramm. Was haben wir da also gerade alles ausgemessen herausgefunden? Fangen wir mit den kleinen Fakten hier an. 144 Gramm schwer ist der kleine, 272 Gramm der Wopper, 348 Gramm unser Double Wopper. Er gibt im Centpreis pro Gramm 1,72 Cent, 1,57 Cent und 1,54 Cent. Kilopreis dementsprechend 17,20 Euro, 15,70 Euro, 15,40 Euro. Heißt wiederum auch, am meisten für euer Geld bekommt ihr bei den Großen. Und das zeigt sich auch bei den anderen Ergebnissen. Bei dem Gewicht von Brötchen, Fleisch und Rest. Wir erinnern uns, 144 Gramm hat der Kleine gewogen. 60 Gramm davon das Brötchen, 30 Gramm das Fleisch. Ergibt 41% Brötchenanteil, 21% Fleischanteil und der Rest hat dementsprechend 38%. Beim Wopper, wir erinnern uns auch schnell, 96 Gramm Brötchen, 80 Gramm das Fleisch ergibt 35% Brötchenanteil, 30% Fleischanteil, Rest ist dann 35%. Und entsprechend hier bei dem Jungen, da hatten wir 348 Gramm, 94 das Brötchen, 152 die beiden Fleischpatties zusammen, ergibt 27% Brötchenanteil, 44% Fleischanteil und insgesamt 29% vom anderen Kram. Aber da nützt ja einiges. Gegessen werden oder probiert werden, wollen sie ja auch noch alle. Heieiei, was für eine Arbeit. Und da sind sie nochmal alle drei hier. Oh. Haben wir ja gerade mehr als genug angeschaut. Probieren. Habe ich mir dafür wieder klein geschnitten. Ihr kennt mich ja, ich klecker ja sonst so viel. Und das wollen wir ja nicht. Also Mahlzeit. Mhm.
Es ist eigentlich erstaunlich, dass das nochmal Fleisch schmeckt, ne? Bei 30 Gramm Fleisch. Aber man schmeckt den Burger raus. War ich kurz weg? Die Batterie war leer. Wir waren beim Kleinen und dann kommt jetzt der Mittlere. Jo, auch der hier durchgeschnitten. Und auch natürlich schon deutlich mehr Burger. Ist ja aber auch teurer, ne? Der Whopper ist halt der klassische Burger, ne? Da ist kein Schnickschnack und nichts dran. Einfach ehrlich. Und ich liebe Gewürzgurken. Was seid ihr? Team Gewürzgurke oder Team Gurke runter? Ich liebe Gewürzgurken. Und dann noch der ganz große hier. Mit deutlich am meisten Fleisch. Und auch dem höchsten Anteil von Fleisch und Brötchen. Ah, ihr habt die Zahlen gesehen. Also ihr kriegt am meisten Brot und Fleisch fürs Geld. So. Fleisch ist mein Gemüse, ne? Also ein Burger mit viel Fleisch hat bei mir einfach gewonnen. Ich habe mir nochmal den Bon geholt. 2,49 der kleine, 5,39 der ganz große, 4,29 der mittlere, der normale Popper. Das ist ja kein Wertungsvideo, ne? Also, ich mag alle drei Varianten. Aber holen will ich mir immer den Doppelpopper. Das ist einfach am meisten Burger, für zugegebenermaßen 5,39 €. Ist auch schon ein Schuh. Aber ich finde auch wenn das jetzt nur die Hälfte ist, man kriegt also für das Geld dann zumindest auch wirklich einen Burger. So. Keine Wertung. Big Mac zu Whopper. Weil das artet dann gleich wieder in so eine Art Burger-Religion aus. Ne? Team McDonald's, Team Burger King. Vergleicht selber die Preise, die Grammzahlen, das Brötchen, Burger-Ratio. Am Ende des Tages entscheidet ihr selber. Ob ihr das eine wollt oder das andere oder, und da wäre ich auch nicht böse, den Burger selber macht. Tschüss, ciao, euer Marco vom Ehrlichen Essen.